Okay, Leute, wir haben ein Problem. Eine Rolle abgeflogen. Also so, was weiß ich. Und guten Tag wünsche ich euch und willkommen zum heutigen Video. Wir sind noch hier, wo wir übernachtet haben, in unserem Quartier. Dena schneidet noch ein wenig, er ist fast fertig. Gucken wir mal, was der Dena so macht. Hallo. Hallo. Bist du am Schneiden? Ja, das ist ein Dings hier für YouTube. Dafür mache ich dir ein Lied, wie toll du bist. Du bist toll. Ich sehe es von dir. Da kein Problem, wir sind immer hier. So, und ich habe hier gerade noch mein Video, was ich gerade eben hochgeladen habe, nämlich vom gestrigen Tag. Shopping Day in Magdeburg, Tag 16. Da habe ich eure Kommentare gelesen und habe mich einfach nur mega gefreut. Es macht einfach nur mega Spaß, eure Kommentare zu lesen. Es ist einfach mega cool. Oh, ich liebe es einfach. Man erlebt es seinen ganzen Tag. Der Zug fährt vorbei. Sei noch lauter. Ich freue mich immer auf eure Kommentare, dann nach dem Video zu lesen. Es macht einfach Fun. Wenn ihr jetzt fertig ist mit Schneiden, machen wir uns dann schon weiter auf den Weg in Richtung Süden. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich auf den Longboards. Ciao! Wir stehen auf den Boards und fahren jetzt gerade los. Wir haben noch ein paar Begleitungen von gestern, die uns heute nochmal besucht haben. Und ja, wir versuchen jetzt noch Cheng und Ju einzuholen, denn Cheng und Ju sind schon ein Stückchen vorgefahren. Wir haben ein bisschen getrödelt, weil Ju ist ja noch immer ein bisschen angeschlagen von der Krankheit, deswegen fahren die ganz langsam. Und deswegen sind die schon ein Stückchen vorgefahren. Mal gucken, ob wir die heute nochmal treffen. Bis gleich! Wir müssen jetzt leider ein Stück gehen, weil wir wieder so einen Cobblestone-Boden haben hier. Aber es macht nichts, ein bisschen wandern ist zwischendurch auch mal schön. Der Dena hat auch Spaß. Hast du Spaß, Dena? Ja. Sag mal, wie zäh viel Spaß du hast. Zeig mal. Hey, hui. Dena hat Spaß, das ist cool. Ja, wir wandern jetzt noch ein bisschen und wandern und wandern. Wir ziehen das Board, ziehen das. Wir sind mitten in der Wildnis und folgen gerade Schienen, aber hier ist nichts, hier ist nur so ein Grasweg und ja. Das ist ein Problem. Da oben ist eine Brücke, ich weiß nicht, ob wir da rüberkommen oder da sind auch Schienen. Siehst du, da ist ein Baumdamm. Aha. Hey, was hat denn das Navi wieder falsch gemacht? Ey. Mann. So, wir sind jetzt auf der anderen Seite der Schienen. Wie wir das gemacht haben, keine Ahnung, aber auf jeden Fall darf man nicht über Schienen gehen. Das wollte ich nur sagen. Wenn dann nur mit Helm. Wir sind rüber geflogen. So, jetzt müssen wir hier diesen Trampelpfad entlang gehen. In Kalbe. Herzlich willkommen in Kalbe, der Rolandstadt am Saalebogen. Und das Wappen, da ist so ein kleines Kalb drauf, deswegen heißt es Kalbe. Gerade frisch in Kalbe den ersten Kalbianer getroffen. Hallo. Grüß euch. Du hast gerade aber ganz schön fetten U-Turn da hinten gemacht. Ja, muss man hier mitfahren. Ciao. Ciao. So, wir haben gerade erfahren von dem netten jungen Mann, dass hier in Kalbe noch ein Edeka auf hat. Bis 8 Uhr haben wir noch nichts gegessen heute, den ganzen Tag. Und wir fahren jetzt schon 30 Kilometer oder so. Ich hab Hunger. Wir haben
Hunger. So, wir sind bei Edeka und da warten schon einige Leute auf uns, lustigerweise. Hallo! Ja, hallo! Vorsicht! Auto! Hallo! Wir sind von Schönebeck mit Ju und Cheng. Sie, ich sag so. Ich lag so ganz gechillt im Bett, ja? Schreibt sie mir. Sie? Ja, wir sind hier chillt mit Ju und Cheng sind hier. Übel im Arsch. Und dann haben die uns gesagt, ja, die kommen jetzt wahrscheinlich her und so. Ja, läuft. Ja, ja. Wann waren Cheng und Ju hier? Ja, vor 40 Minuten. Die sind ungefähr 2 Stunden früher losgefahren, weil Ju nicht so schnell kann. Ja. Edeka ist jetzt zu, wir haben Autogramme und Fotos gemacht. Und jetzt fahren wir weiter. Wir haben noch 18 Kilometer vor uns im Dunkeln, aber wir haben ja zum Glück unsere Lampen. Hashtag Longboard Tour! Okay, Leute, wir haben ein Problem. Wir sind hier gerade in Kalbe und ja, gerade zum Glück nicht während der Fahrt, sonst hätte ich mich wahrscheinlich übelst aufs Maul gelegt, ist meine Rolle abgeflogen. Also so, was weiß ich. Die Mutter muss sich ja gelöst haben, glaube ich, schon eine Zeit früher, weil Simon ist hier, das Board nur mit dem Fuß geschoben. Ja, aber das ist doch die Mutter. Nee, guck mal, die Mutter siehst du auf der anderen Seite, ist ja viel größer hier. Das Ding. Sonst könnte das Rad hier nicht einfach ab. Ja, nee, das Kugellager ist einfach rausgeflogen. Warte mal, ich habe aber Kugellager dabei, ich kann das selber reparieren. Ja, aber wie kann das ganze Kugellager einfach raus? Ja, das Kugellager ist rausgeflogen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Die Mutter doch auch, die Mutter, das Ding ist doch nicht da. Die Mutter ist da. Echt? Hä? Das ist alles zerbrochen. Das ist einfach gebrochen. Das sieht auf jeden Fall ziemlich leicht kaputt, Mann, alles hier. Die Kugellager sind weggerostet. Meine Kugellager sind weggerostet und zerbrochen, weil wir im Regen gefahren sind. Das ist krass. Okay, kein Problem. Ich habe nämlich Kugellager dabei. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zur Tankstelle da vorne und dann setzen wir es ins Helle und dann repariere ich das Board. Okay. Ich habe zum Glück Ersatzkugellager dabei. Was denn? Lecker. Und ich habe ja auch zum Glück auch ein Werkzeug dabei, nämlich hier. Zack. Das ist echt krass. Es ist einfach durchgerostet, Alter. Okay, dann gucken wir uns jetzt erstmal an hier die Misere. So, machen wir uns das hier. Die Mutter ist noch drauf. Das Rad ist einfach trotz obwohl die Mutter drauf war, abgeflogen. Das ist ultra krass. Mach mal eben ein Instagram-Foto. Alter! Ja, die Kugellager sind komplett verrostet. Schau die Baum auf der anderen Seite. Okay, ich habe mir gerade das andere Rad angeguckt, das sieht super aus. Keine Ahnung, warum das Rad sich so zerlegt hat, aber es macht nichts. Ich werde jetzt neue Kugellager einbauen und dann ist alles gut. Ach, komm schon. Ah, da habe ich den Außenring. So. Der Außenring steckt da drin und der Rest innen drin ist weggerostet und kaputt gegangen durch den Regen. Und ja, dadurch ist das halt echt ein bisschen komisch. Also pro Rad müssen 2 große und ein so ein kleines hier. Ja, es geht aber noch. So, und da sind sie drin. Zack, dann nehmen wir noch ein rotes Röhrchen. Zack. Und da ist das Kugellager an beiden Seiten drin. Und jetzt kommt der Praxistest. Einmal so eine kleine Zwischenscheibe hier rein. So, dann das Rad hier natürlich wieder rein. Und dann nochmal eine Zwischenscheibe, damit doch alles schön nicht aneinander reibt. Dann kommt die Mutter wieder rauf. Und dann die Mutter drehen wir jetzt kurz einmal mit unserem schönen Werkzeug hier fest. Nicht zu fest, das Rad muss ja noch bewegen können. Das ist zu locker. Das Rad darf immer so einen ganz, ganz kleinen Spielraum haben.
ist zu viel Spielraum. Deshalb darfst du dich halt nicht wirklich, zappeln, sondern so, dass es sich halt auch gut bewegen kann. Aber ja, es ist eigentlich gut. So. Und jetzt gucken wir mal, ob das wieder geht. Und es läuft wie am Schnürchen. Ja, wir können weiterfahren. Yay. Ist repariert. Longboards repariert. Kugellager machen viel aus. Ich würde sagen, wenn wir angekommen sind heute im Hotel, dann werde ich aus allen Boards mal die Lager schön austauschen, damit wir auch da... Versprochen? Nee, machen die anderen Jungs, damit die auch mal lernen, wie es Nein, geht. Nein, du hast gesagt, du tauschst sie aus. Ich zeige euch, wie es geht. Du hast jetzt aufgepasst, Lena, du weißt, wie es geht. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nur zugeguckt, das ist ein Unterschied. Oh Leute, nichts hält uns auf der Longboard-Tour auf. Nichts. Lena, was hält uns auf der Longboard-Tour auf? Dings, nichts. Richtig, wir rollen wieder. Es hat alles geklappt. Reparatur erfolgreich. Und weiter geht's. Wir sind jetzt in einem Dorf, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, aber wir brauchen nur noch 7 Kilometer fahren. Dann sind wir in Bernburg und das schaffen wir wohl noch locker easy. Jetzt geht hier erstmal den Berg hoch, da unten kommt der Dena auch angerollt. Alles klar bei dir, Dena? Ja, der Schuh ist komplett durch, warte, ich bin nur Gedanken. Jetzt zeig mal den Schuh. Oh je! Schaut mal, Leute, Dena hat sich in Magdeburg keine neuen Schuhe geholt. Das war ein Fehler. Ich komme durch, ist meine Socke. Scheiße, das ist nicht gut. Das ist auch für deinen Fuß richtig scheiße. Vor allem für den Fuß, ja. Ich habe mir schon in Hamburg neue Schuhe geholt. Da hatte Dena schon seine Schuhe leicht kaputt, aber er hat gesagt, okay, es geht noch ein bisschen. Ja, und jetzt ist Magdeburg vorbei. Er hat immer noch keine schönen Schuhe. Er ist sehr wählerisch, der junge Mann. Wo willst du Schuhe holen? In Leipzig? Das ist ein bisschen spät dann, ne? Also, ich denke mal, wir werden notgedrungen morgen irgendwo in Bernburg oder so ein Schuhgeschäft suchen müssen, weil du kannst mit dem Schuh nicht mehr fahren. Ja, fahren kann ich schon, es tut nur weh. Ja, aber das ist ja nicht gut auf Dauer, Leute. Das ist ja nicht gut. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Wow! Es regnet jetzt, schau mal auf das Board. Ist schon gut nass, die Straße auch ist nass. Aber wir sind fast da. Also haben wir gerade... Ja, ich fahr rechts. Wir haben es gerade so geschafft, vor dem Regen anzukommen. Hätten wir 10 Minuten länger gebraucht, wären wir wahrscheinlich klitschnass geworden, weil es gerade fängt gerade leicht an. Wir sind fast da. Bis gleich. Wir sind angekommen. Ich bin tot fertig. Ich bin auch gut fertig, aber hat Spaß gemacht. Waren zwischendurch echt blöde Wege, aber hat Spaß gemacht. Wir haben richtige Abenteuer erlebt, sind über Schienen gegangen, durch die Wildnis haben uns gekämpft. Ja, wir sind drüber geflogen. Manche drüber geflogen. War auf jeden Fall cool. Cheng und Ju sind schon da. Die sind ja ein bisschen früher losgefahren, weil Ju das Gefühl hatte, so lieber ein bisschen früher losfahren, damit er ein bisschen langsamer fahren kann. Er ist nämlich ganz kuriert. Und die beiden holen uns jetzt ab, weil die haben unsere Schlüsselkarten. Hoffentlich kommen die noch und schlafen nicht ein. Hallo. Immer ist er nackt. Hallo. Ich hätte nicht gedacht, dass euch da noch sowas passiert. Wir sind richtig langsam gefahren. Ja? Also, einmal ganz leise sein und hören. Das ist meine alte Rolle. Das ist die neue Rolle. Butter. Butter war ich. Ja, was ist denn damit passiert? Ja, die, Ist es gerissen oder ist nur die Schraube weggeflogen? Nee, die Schraube war noch dran. Komplett verrostet, weil das Kugellager ist rausgebrochen. Das Kugellager ist zerplatzt. Das Kugellager ist weggeplatzt. Was? Das Kugellager, komplett noch ein Haufen Roststaub habe ich dann rausgezogen und ein neues Kugellager eingesetzt. Zum Glück hatte ich die Kugellager dabei. Ich bin gespannt auf dieses Video. Ja, das war auch geil. Und dann habe ich so richtig... Aber ist was passiert? Oder ich habe das beim... Bist du geflogen? Nee. Also auf wenn drauf. Ich... Auf mich drauf. Wenn ich... Pass auf. Ich glaube, das Karma hat mich beschützt, weil es hätte, egal wo es passiert wäre, ich hätte richtig heftig auf die Fresse fliegen können. Aber ich bin einfach nur an der Kreuzung gestanden, war rot oder so. Und dann habe ich einfach nur das Board so gemacht und habe es so geschoben mit dem Fuß. Und dabei ist das rausgeflogen. Also ich stand nicht drauf. Zum Glück. Oh mein Gott, stell dir vor. Stell dir vor, ich wäre im Berg runtergerollt und dann wäre es zerplatzt. Tot. Vor allem, seid ihr nachher über die L65 gefahren? Ja, mit diesem Scheiß. Ja. War richtig kacke, ne? Stell dir mal vor, da, spätestens da wäre es kaputt gegangen. Kaputt gebrochen. Und dann im Dunkeln wäre ich am Arsch. Wir waren an der Tankstelle, habe ich schön im Licht alles gemacht. Richtig, du bist jetzt Dr. Chang und ich bin jetzt Longboard-Mechatroniker. Mein Zimmer. Wie mache ich das auf? So, ah. Dann gucken wir uns das mal an, das schöne Zimmer. Oh,
Nobel, Nobel. Sieht schön aus. Oh, geil. Oh, geil. Mega. Geil. Hier ist so ein Tisch am Bett. Dann kann ich mich ja ins Bett legen und dabei mein Video schneiden. Oh, richtig gut. Das ist ja mega geil. Ja, echt schönes Zimmer. So, gucken wir mal, was hier noch so abgeht. Was haben wir hier? Also, hier ist ein Spiegel. Oh, hier ist so eine kleine Garderobe. Hey, das sieht echt schön aus. So richtig modern. Geschnitten. Was ist das hier? Das Badezimmer? Oh. Oh. Hä, hey, voll hübsch. Cool. Hier so ein kleines Waschbecken, hier eine Toilette. Hier so eine schöne Dusche. Ist auf jeden Fall schön. Gefällt mir gut. Oh Leute, ist das ein schönes Zimmer. Ist das ein schönes Zimmer, ey. Mega fresh. So Leute, und jetzt mache ich das, was ich immer mache, wenn ich in ein Hotel komme und den ganzen Tag gefahren bin. Gute Nacht, Leute. Oh. Oh, ich bin froh, dass wir jetzt endlich hier sind. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben. Da würde mich riesig freuen. Haut rein und tschüss. Schaut auch bei den anderen Boys vorbei. Kurzer Nachtrag. Es ist noch viel geiler, als ich dachte, denn dieser Tisch hier, wo der Laptop gerade drauf steht, den kann man einfach nach vorne schieben, der hat Rollen darunter. Das heißt, ich kann mich hier so richtig ins Bett rein chillen und dann diesen Tisch hier hinziehen und kann im Liegen schneiden. Like a boss.